Willkommen zurück in der Antikensammlung Gießen der Justus-Liebig-Universität. Ich bin Johanna und ich befinde mich erneut in Begleitung von unserer Kustodin Dr. Michaela Stark. Und ich hatte die Ehre, mir Objekte auszusuchen, über die ich jetzt gleich mehr erfahren werde, zumindest das erste. Das ist eine sogenannte Augenschale. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn eine Augenschale? Ja, Frau Schmidt, willkommen zurück. Heute schauen wir uns ein paar kleine Objekte an. Wir beginnen mit der Augenschale. Sie haben eine gute Auswahl getroffen. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, holen wir den mal hier. Sie dürfen sie auch gleich mal testen, die Augenschale. Eine Augenschale ist im Prinzip, wenn Sie sich von der Form her anschauen, eine antike Trinkschale bzw. eine Art der antiken Trinkschale. Wir erkennen hier die typische Form, eine relativ flache Innenfläche in der Schale, einen hohen Standfuß. Das nennt man Kylix, diesen Typus. Das ist eine Trinkschale, die wurde beim antiken Symposion verwendet. Den Kontext können wir uns gleich noch ein bisschen näher anschauen. Und das Charakteristische deswegen auch einer Augenschale bei dieser besonderen Form ist, dass wir auf der Schalenaußenseite auf beiden Seiten jeweils große Augenpaare aufgemalt haben. Was es damit auf sich hat, da können wir gleich mal ein bisschen überlegen, wie man das verstehen kann. Aber interessant ist für die Verwendung der Trinkschale, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind bei einem antiken Gelage und trinken aus dieser Schale, da wissen wir von Darstellungen, dass die Zecher die Schalen meistens unten am Standfuß nehmen, was dann je nach fortgeschrittenem Weingenuss wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger ist und dann aus der Schale trinken. Und der Clou bei dieser Augenschale mit den aufgemalten Augen ist, dass während man daraus trinkt, ist auch so ein bisschen was Interaktives quasi, man die Augen überdeckt und dann werden die Augen auf der Trinkschale quasi die Augen dessen, der aus der Schale trinkt, und das Ganze wird dann so eine Art Maske. Manchmal haben die, da ist es ein Hinweis darauf, dass dieser Effekt durchaus gewollt ist, auch eine Nase angegeben, eine stilisierte, und unten die Standfläche, dann sieht ihr die Unterseite, wenn man es hochhält, die wird dann quasi zum Mund und zur Maske. Können Sie sich sie gerne mal näher anschauen und auch mal ausprobieren. Ja, dann nehme ich mal die andere Seite der Augen. Genau. Und schon habe ich ein paar neues Augen. Die Innenfläche ist ja hier jetzt ziemlich schwarz gehalten, aber auf der Außenfläche sehe ich hier ja nicht nur Augen, sondern auch noch einige Figuren und Ranken. Was können Sie denn dazu sagen? Ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir können uns gleich auch noch mal näher anschauen, wie denn dieses Stück zu datieren ist. Bei den Trinkschalen ist es häufig so, dass die Außenseite eine beliebte Verzierungsfläche ist. Entweder gibt es fortlaufende Szenen auf beiden Seiten oder jeweils ein Motiv oder eine eigene Darstellung auf jeder der beiden Außenseiten zwischen den Henkeln, und wir haben ein Innenbild, sogenannten Innentondo. Der ist hier auch verziert, und wenn man es jetzt genau anschaut, dann sieht man, das ist ein florales Element, das ist ein Lotus-Palmettenmuster, das wir hier haben. Es gibt Trinkschalen auch mit figürlichen Verzierungen im Inneren. Und was wir hier auf der Außenseite haben, wenn wir uns das näher anschauen, dann ist das ein Szenario, das sehr gut in den Verwendungskontext der Schale passt. Nämlich, wir haben ja gesagt, es ist ein Bestandteil eines antiken Trinkgelages, zumindest vom Typus her. Wie genau diese Schale verwendet worden ist, das wissen wir nicht im Einzelnen. Zwischen den Augen spielt sich da was ab, Figürliches, und auch neben den Henkelzonen, sogar auch unter dem Henkel. Und wenn man das genau anschaut, dann sieht man, wir haben hier Dionysos, den Gott des Weines, im Kreise seines Gefolges. Dionysos hat als Weingott verschiedene Arten von Begleitfiguren. Das sind einmal Frauen, die meistens ganz ekstatisch tanzend dargestellt werden, wie auch hier. Das sind die Mänaden. Und das männliche Gegenstück zu den Mänaden ist nicht menschlicher Natur. Das sind Halbwesen, sogenannte Satyren. Das sind Figuren mit menschlichen Körpern und aber Elementen von Pferden. Also Pferdeschweif haben die meistens und auch lange spitze Ohren.
Die sind hier dargestellt und tanzen gemeinsam mit Dionysos. Dionysos, wenn man sich es genau anschaut, hält auch ein Trinkgefäß selbst in der Hand. Das ist keine Trinkschale, das ist eher so eine Art Trinkhorn, das er hält. Dann haben wir die Ranken, die auch die beiden Augen einfassen. Das sind sehr wahrscheinlich Weinranken in dem Fall. Und wir haben unter den Henkeln haben wir kleine Tiere dargestellt, das sind Vögel. Sowas wie Schwäne vielleicht. Da auch ein schöner Punkt, dass das, wofür die Schale verwendet wird, beziehungsweise der Kontext, aus der wird ja Wein getrunken, beziehungsweise Wein, der mit Wasser vermischt ist. Und auf dem Schalenkörper haben wir dann Darstellungen aus dem gleichen Kontext, den Gottes Weines, der hier auftritt. Das ist nicht immer der Fall, es gibt auch Darstellungen, da werden wir uns gleich noch ein paar weitere Objekte anschauen, wo wir andere Bildszenen finden, aber das gibt es durchaus häufig. Jetzt habe ich ja versprochen, noch ein bisschen was zu sagen zur Datierung der Schale, zur zeitlichen Einordnung. Solche Augenschalen sind im 6. Jahrhundert vor Christus vor allem beliebt und kommen sehr, sehr häufig in Athen vor. Es gibt auch eine ganz, ganz berühmte Augenschale, die Sie bestimmt schon mal gesehen haben. Das ist in München die Exekias-Schale, wo wir im Innenbild Dionysos in einem Schiff auf dem Meer dargestellt haben. Da spielt auch noch eine Rolle, haben wir vorhin gesagt, so ein bisschen interaktiv das Objekt. Wenn man aus der Schale trinkt, dann kommt das Innenbild zum Vorschein und da schwimmt dann quasi Dionysos in einem weinfarbenen, purpurfarbenen Meer. Hier das Stück ist ein bisschen später entstanden, da sind wir im frühen 5. Jahrhundert und es ist eine relativ flüchtige Arbeit, wie man sieht. Das gehört wahrscheinlich in den Umkreis der sogenannten Leafless Group. Das ist eine Gruppe von Vasenmalern oder eine Werkstatt, die relativ flüchtig ausgeführte Objekte darstellt, wie man auch hier schön sehen kann. Also Dionysos und Wein passt ja schon mal gut zu der Schale und ja, Sie hatten ja eben gesagt, dass es ja auch wie eine Maske wirkt, da passt ja dann auch so ein bisschen Dionysos im Theaterkontext rein. Und gibt es denn noch andere Objekte, wo eben dieser, also der Kontext, in dem sie verwendet wurden, auch bildlich wiedergespiegelt wird? Ja, das gibt es durchaus und das gibt es durchaus auch häufig. Also sowohl in diesem symposialen Kontext, dass da Dionysos ein beliebtes Thema ist. Wir haben auch Objekte aus dem Bestattungskontext, zum Beispiel die weißgründigen Grableckiten. Da sind häufig Szenen am Grab dargestellt, aber es ist eigentlich keine Regel. Also es ist nicht immer ein direkter Bezug fassbar zwischen den Darstellungen auf dem Gefäß und dem Verwendungskontext des Gefäßes. Wir schauen uns jetzt, würde ich vorschlagen, noch ein paar weitere Gefäße aus dem Kontext des antiken Trinkgelages des Symposiums an und was die in Darstellungen zu bieten haben.